So, ich zeige Ihnen jetzt den Schlupf einer Kleinlibelle, also wie aus der Larve dann die Libelle rausschlüpft und sich entwickelt. Da habe ich eine Kleinlibelle beobachtet. Ich habe das nicht gefilmt, weil so ein Schlupf dauert ungefähr mindestens eine Stunde. Und Sie sehen hier diese Larve, die ist jetzt reif zum Schlüpfen und sucht sich dann aus dem Teich einen Platz am Rand des Teichs. Da sehen Sie hier, die kriecht jetzt schon über den Stein und geht dann hier, das ist hier eine entsprechende eine Gummifolie am Teichrand und hält sich dann hier, Sie sehen es hier, hält sich dann entsprechend fest, sucht sich eben Platz. Das war noch am Anfang, wie man den Teich noch angelegt hat, relativ frisch. Heute ist sehr viel bewachsen und dann suchen sich die Libellen in der Regel Binsen oder Gräser, wo sie dann entsprechend sich auch ein bisschen versteckt, ja, wo der Schlupf dann entsprechend versteckt erfolgt. So, was passiert jetzt? Die muss ja jetzt irgendwie aus dieser Hülle rauskommen. Also, die schluckt jetzt sehr viel Luft, pumpt auch ihr Blut, das nennt man Hämolymphe, in den Oberkörper und in den Kopf. Und da sie auch gleichzeitig Luft schluckt, vergrößert sie praktisch ihr Volumen und dann reißt die Larvenhaut hier an der Rückseite, am Rücken, reißt die entsprechend auf. Und dann kommt, Sie sehen es hier, dann kommt der Thorax, also der Kopf und der Körper, die kommen dann so langsam raus. Die dauert natürlich, das ist eine sehr langsame Entwicklung. Ja, sie arbeitet sich jetzt langsam raus. Durch den Hämolymphdruck vergrößert sich auch der Kopf und der Thorax, also der Körper. Und ja, jetzt kommt sie so langsam raus. Sie hat noch keine Füße draußen. Im nächsten Schritt sehen Sie hier, jetzt kommen so langsam die Füße raus. Wobei, jetzt braucht sie noch eine gewisse Zeit, damit die Füße auch aushärten, damit die Beine entsprechend hart werden, damit sie sich festhalten kann. Sie ruht ein bisschen in dieser Stelle. Der Hinterleib ist zum Teil noch in der Exuvie, nennt man das, in der Larvenhülle drin, weil sie sich noch nicht festhalten kann. Und wenn dann die Beine nach einigen Minuten ausgehärtet sind, dann kann sie sich mit den Beinen, Sie sehen hier jetzt, sie sind noch ein Stückchen weiter raus, ein bisschen detaillierter, aber sie hat sich noch nicht festgehalten. Sie hat also auch hier schöne Haken, mit denen sie sich sehr gut festkrallen kann. Wobei auch die Hülle, die Larvenhülle, die bleibt festgekrallt an der Stelle, an der sie sich eben festgekrallt hat. Ja, und jetzt kann sie sich festhalten und jetzt schlüpft dann der andere Körper, der Hinterleib, also das Abdomen, schlüpft dann mit raus. Sie sehen hier die Flügel, die sind noch überhaupt nicht ausgebreitet. Das ist jetzt eine Situation, wo die Libelle ihren Fressfeinden richtig ausgeliefert ist, weil sie sich überhaupt nicht wehren kann. Sie kann nicht wegfliegen, sie kann gar nichts machen. Deswegen die Kleinlibellen, die schlüpfen in der Regel meistens vormittags, während die Großlibellen, bei denen das alles ein bisschen länger dauert, die schlüpfen meistens nachts. Ja, jetzt kommt sie langsam raus. Im nächsten Bild sehen wir, jetzt ist sie draußen. Sie kann sich auch schon gut festhalten. Die Beine sind ausgehärtet. Die Flügel müssen jetzt so langsam kommen. Jetzt muss sie also die Hämolymphe muss sie jetzt in die Flügeladern reinpumpen, damit die Flügel dann auch sich so langsam entfalten. Und hier sind sie noch nicht ganz entfaltet. Sie sehen hinten, fehlt noch ein bisschen. Also es dauert schon. Es ist schon eine Sache von insgesamt ja über einer Stunde, bis die Libelle dann auch so langsam flugfähig ist. Sie sehen hier, jetzt sind die Flügel vollständig ausgefüllt. Und jetzt kann sie es dann so langsam dran denken, wegzufliegen. Wobei, die Flügel sind jetzt noch nicht richtig ausgehärtet. Es dauert circa 20 bis 30 Stunden, bis die komplett ausgehärtet sind, bis sie richtig wegfliegen kann. Also hier sehen Sie jetzt, die sind jetzt schon wieder ein bisschen größer geworden. Die sind jetzt voll mit Hämolymphe gefüllt, aber sie müssen noch weiter fest werden, aushärten. Und ja, die ist jetzt schon also fertig. Die könnte jetzt vom Fotografen auch schon wegfliegen. Ja? Wobei, wenn Sie das anschauen, die hat noch keine richtige Farbe. Man kann hier noch nicht erkennen, was genau für eine Libelle das wird. Bei manchen kann man sie vielleicht ein bisschen schätzen, wenn hier
dieses drittletzte Segment, wenn das ein bisschen eine andere Farbe hat. Schauen wir das mal hier an. Hier kann man sehen, es wird ein bisschen von der Farbe ein bisschen anders. Dann kann man eben darauf schätzen, dass es eine Pechlibelle wird. Aber in der Regel, in dem Stadium kann man noch nicht sehr genau sagen, was es wird. Wenn man die Larvenhaut, die Exuvie betrachtet, die kann man dann, an dieser Exuvie kann man dann sehr genau feststellen, was es für eine Libelle ist, die entsprechend geschlüpft ist. So, und wenn sie dann so weit ist, dann kann sie erste Flugerfahrungen machen, wobei sie kann dann noch nicht richtig fliegen, das ist mehr ein Flattern. Sie fliegt dann irgendwo ein bisschen weg in Gebüsch, Bäume. Das ist immer ganz gut, wenn Bäume in der Nähe sind, Waldrand am Gewässer ist. Dort können sich die Libellen dann entsprechend aufhalten. Jetzt dauert es nämlich noch meistens so circa 2 Wochen, bis die Libelle geschlechtsreif ist. Also die muss jetzt erst sich richtig entwickeln, um dann, auch hier sehen Sie wieder, das wird jetzt, Sie sehen es hier, das wird eine Pechlibelle. Die hat hier diese hellere, dieses hellere Teil am Hinterleib, dieses Segment, das ist das in der Regel das 8. Segment. Und dann kann man sagen, okay, das wird eine Pechlibelle, weil die ganz typisch hier dann ein blaues Segment hat. Sehen Sie nachher noch in schönen Bildern. Jetzt keine kleine Libelle, sondern das dürfte jetzt eine Heidelibelle sein, die hier schlüpft. Sie sehen, die hat schon einen ganz andere Larve, die deutlich größer ist. Und die braucht auch noch ein bisschen, bis die Flügel entsprechend ausgehärtet sind. Die Großlibellen, wenn die dann sich ausruhen, die haben die Flügel nicht über dem Hinterleib zusammengelegt, sondern die spreizen die Flügel. Und Sie sehen es hier, das war jetzt dann schon eine halbe Stunde später, da ist sie dann eigentlich jetzt dann flugfähig. Sie breitet die Flügel aus und sie könnte jetzt wegfliegen, wenn der Fotograf sie entsprechend stört oder wenn sie jetzt bedroht wird. Und damit bei mir am Teich die Libellen auch schön schlüpfen können, muss ich die Frösche auch immer einsammeln und dann in Rotsee bringen, damit sie mir keine Libellenlarven fressen. Hier, das war so meine erste Libellenlarve, die ich 2003 an der Terrassentür gesehen habe. Die sind also morgens raus und dann sagt meine Frau, du, was hängt denn da Komisches an der Terrassentür? Das war ungefähr 5 Meter vom kleinen Teich entfernt. Und das war so der erste Schlupf, den ich beobachten konnte, wobei die ist jetzt schon geschlüpft. Bin relativ spät dazugekommen, aber sie ist noch nicht flugfähig. Und ja, Sie sehen es hier auch ein bisschen später. Das ist schon ein bisschen weiter, aber die war ungefähr, das hat bei der schon 2 Stunden gedauert, bis sie dann auch wegfliegen konnte. Also die Großlibellen, bei denen dauert es wesentlich länger, bis sie dann entsprechend flugfähig sind. Es ist meistens so, dass die Libellen direkt neben Teich sich was suchen, Gras oder ja, Binse oder so, an die Larve sich dann festklammert und wo dann der Schlupf stattfindet. Es ist aber durchaus so, dass manche 1 bis 2 Meter vom Teich weggehen. Den Rekord hatten 2 Fleck in der Schweiz mal gemacht, der bis 100 Meter vom Teich weg war und dort geschlüpft ist. Hier sehen Sie so eine Libellenlarve. Das dürfte eine Königslibelle sein. Da habe ich im Teich ein bisschen was verändert und dann habe ich die Larve natürlich in ein Glas genommen, um sie zu fotografieren. Und Sie sehen es, die mit ihrem Hinterleib droht sie mir jetzt, mich zu stechen. Hier auch eine Königslibelle im Teich. Sie sehen hier, die ist jetzt schon schön braun, die ist also jetzt kurz vorm Schlupf. Und hier ein weiteres Bild. Und was leben die? Die leben also, die fressen also alles, was sich so im Wasser tummelt, Wasserinsekten, sogar Kaulquappen, kleine Fische werden von den Libellen gefressen. Die haben so eine Fangmaske, die können sie dann sehr schnell ausklappen und dann auch mit ihren Vorderbeinen und der Fangmaske entsprechend die Wasserinsekten festhalten, um sie dann entsprechend zu fressen. Ja, sehen Sie hier die Larve, die hat sich hier sehr gut getarnt. Sie sehen hier in der Mitte zwischen den Steinen, das hier ist die Libellenlarve, also sehr, sehr gut getarnt. Das dürfte jetzt eine Heidelibelle, also eine mittelgroße Libelle sein.
Hier auch eine Libellenlarve. Und hier sehen Sie die drei Tracheen, mit denen atmet die Libelle. Die Kleinlibelle atmet mit Tracheen, während die Großlibellen eine Rektalatmung haben. Also die atmen mit dem Hintern. Jetzt ist es an. Gut, hier sehen Sie eine Exuvie, also eine Larvenhülle von einer Großlibelle. Das dürfte eine große Königslibelle sein. Hier, das müsste eine Heidelibelle sein. Und Sie sehen auch hier immer, der Rücken, hier ist er aufgeplatzt. Hier sind noch ein paar so Fäden, die immer so noch so mit raushängen. Und hier an dieser Stelle schlüpfen die Libellen dann entsprechend aus der Larve. Hier mal zum Größenvergleich. Das wäre jetzt so eine Kleinlibelle. Diese Exuvien, die kann man dann durchaus sammeln. Während das Sammeln von Libellen oder das Einfangen Libellen ist verboten. Libellen sind grundwegs geschützt, sodass man sie nicht fangen darf. Die Exuvien kann man durchaus aber einsammeln. Das sind ja dann die leeren Höhlen. Und das ist das, was ich auch immer am Teich jeden Tag morgens mache, um zu schauen, was für Libellen sind wieder geschlüpft. Wo habe ich diese Exuvien? So, morgen, tägliche morgendliche Kontrolle. Sie sehen hier meinen Teich. Das ist jetzt kein so typischer Naturteich. Aber ich habe ihn ganz bewusst so angelegt. Der ist 1,60 Meter tief hier in der Mitte. Und ich habe drei Stellen. Das wäre eine hier, die so 10 bis 20 Zentimeter tief ist. Hier rechts eine flachere Zone, die so 10, 15 Zentimeter tief ist. Und hier hinter diesem Baum ist dann noch eine Zone, die so 20, 30 Zentimeter tief ist. Und an diesen drei Stellen, dort schlüpfen dann die Libellen. Und seit 2014 bin ich so verrückt und zähle sie. Meine Frau sagt, jetzt steht er schon wieder am Teich und zählt seine Libellen. Ja, und Sie sehen, 2014 habe ich 94 Libellen gezählt. Das beste Jahr war 2020, weil ich jetzt in Rente bin, habe ich viel Zeit, kann ich jeden Morgen mir sehr viel Zeit nehmen am Teich. Und 2020 sind 129 von diesen Kleinlibellen geschlüpft. Leider nur eine Großlibelle. 25 mittlere, das sind in der Regel Heidelibellen oder vielleicht auch mal ein Vierfleck. Also ich kann hier keine Abnahme feststellen. 2019 war ich vielleicht ein bisschen fauler oder habe nicht so die Zeit mir genommen. Das liegt aber auch am Jahr. In manchen Jahren hat man eben sehr viel an Libellen, in anderen Jahren ist es eben entsprechend weniger. So, kommen wir zur Sandgrube in Altenfelden. Dort haben wir letztes Jahr erstmals festgestellt, was an Libellen alles so rumfliegt. Wir konnten 17 verschiedene Arten feststellen. Und im hinteren Bereich der Sandgrube, da ist so ein kleiner Teich, das ist so eine Art Himmelsweiher, der wird nur durch Regenwasser, durch Niederschlagswasser, also Schneeschmelze und Regen, wird der entsprechend gespeist. Früher war hier in dem Bereich, das hat ein alteingesessener Altenfeldner, der hat gesagt, so vor 20, 30 Jahren gab es hier sogar noch eine Quelle, aber die ist inzwischen versiegt, sodass dieser Teich im Laufe des Sommers dann natürlich auch stark an Wasser verliert. Aber es ist ein ideales Gebiet für Libellen. Er ist schön bewachsen, es sind sehr viele Bäume außenrum, er hat Seerosen, er hat Schilf und ja, die Sandgrube war früher mal eine Bauschutzdeponie und wenn dann der Wasserstand nachlässt, Sie sehen es also hier, also es gibt auch Leute, die schmeißen dann ihre Reifen und dann eben hier rein, gut, beziehungsweise nicht gut. Hier ein Blick im Herbst, es ist dann natürlich sehr viel, was an Laub, an Ästen reinfällt, sodass die Gefahr besteht, dass der im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte so langsam verlandet, weil er immer mehr an Laubeintrag, an Asteintrag bekommt. Aber Sie sehen es hier, wenn Sie reingucken, Sie können überall praktisch den Grund des Gewässers sehen. Der ist in dem Bereich 20, 30 Zentimeter tief, wobei dann kommt noch eine 20, 30 Zentimeter tiefe Schlammschicht. Insgesamt in dem hinteren Bereich ist er maximal einen Meter tief. Also es ist ein relativ flacher Teich. Es sind ein paar Fische drin, Rotfedern, aber das sind alles nur kleinere. Ja, die Sandgrube ist, die Besonderheit in der Sandgrube ist, dass dort der rundblättrige Sonnentau wächst. Das ist auch eine sehr geschützte Pflanze. Und da muss eben dann jedes Jahr geschaut werden, dass es nicht verbuscht, dass es nicht zuwächst, weil die braucht eben freie Sicht, wenn man so will,
Und wenn es zu starker Bewuchs ist, dann gibt es eben den rundblättrigen Sonnentau nicht mehr. Deswegen muss man dann eigentlich fast jedes Jahr wieder schauen, dass man den Bewuchs, der dann so von den Bäumen, von den Büschen kommt, dass man den klein hält. Und dazu haben wir dann jedes Jahr die Dexterrinder, die dann auch schauen, dass das Gras nicht zu hoch wird. Wobei hier so nachwachsende Büsche, die fressen die dann natürlich nicht und die muss man dann von Hand entsprechend entfernen. Ja, zu den Libellen wieder zurück. Ich will ein bisschen Unterscheidung jetzt von Klein- und Großlibellen Ihnen zeigen. Es gibt die Kleinlibellen, die Zygoptera, Gleichflügler nennt man die. Und dann gibt es die Großlibellen, Anisoptera, die Ungleichflügler. Warum heißen die so? Wenn man sich hier die Flügel betrachtet, von der Kleinlibelle, dann sieht man, alle vier Flügel haben in etwa genau die gleiche Form. Während die Großlibelle, das sehen Sie hier, das ist jetzt ein Vierfleck, der vordere Flügel hat eine deutlich andere Form als der Hinterflügel. So kann man sie also, das ist ein Punkt, um sie zu unterscheiden, wobei von der Größe kann man sie natürlich auch unterscheiden. Aber ein zweiter Punkt ist auch die Stellung der Augen. Bei den Großlibellen sind die Augen am Körper oben zusammen, während bei den Kleinlibellen, Sie sehen es hier, das sind die Augen links und rechts am Kopf angebracht. Die Kleinlibellen haben auch nur 7000 Einzelaugen. Wir Menschen, wir haben nur eins. Und mit diesen 7000 Einzelaugen können die natürlich deutlich mehr sehen, deutlich schneller auch erkennen. Wobei die Großlibellen, die haben bis zu 30.000 Einzelaugen. Und die Libellen können bis zu 175 Bilder pro Sekunde erkennen, während der Mensch bis zu 20 Bilder pro Sekunde erkennen kann. Deswegen sind die Libellen auch 6-mal schneller in ihrer Reaktion als der Mensch. Und deswegen haben die auch sehr, sehr schnelle Reaktionen, sehr schnellen Flug, sodass sie auch sehr schnell Flugbewegungen ausführen können und man oft nicht nachkommt, wie die Libelle fliegt und wo ist sie jetzt schnell davon geflogen. So schnell kann man gar nicht gucken. So ein Flügel von einer Libelle, der wiegt ein Hundertstel Gramm. Das ist also ein ganz, ganz leichtes Teil, aber es ist sehr belastbar und damit kann sie natürlich tolle Flugkünste machen. Die Libellen schlagen ungefähr 30 Mal pro Sekunde im Flug und es gibt so Prachtlibellen, die dann im Drohflug bis zu 70 Mal in der Sekunde mit ihren Flügeln schlagen und das ist lautlos, das hört man natürlich nicht. Hier sehen Sie mal den Größenvergleich und Sie sehen, ich habe keine Angst, dass mich so eine Libelle beißt oder sticht, weil sie das einfach nicht tun. Hier eine Hufeisener Zujungfer, eine sehr kleine Libelle und das ist eine blaugrüne Mosaikjungfer, schon älteres Exemplar. Die hat einen kleinen, die ist dagegen geflogen gegen die Fensterscheibe und war da ein bisschen bedämmert. Und deswegen ist sie dann auf die Hand, habe ich sie auf die Hand genommen und habe sie dann wieder am Teich im Schilf abgesetzt. Aber Sie sehen, Größenvergleich, es ist ein wesentlich größeres Insekt, auch die Flügel, die sind ja wesentlich größer. Auch hier noch ein Vergleich, die Pechlibelle. 15 mm lang der Flügel und hier ein Vierfleck. Das ist jetzt nicht die größte Libelle, aber das ist eben ein Flügel, den ich hier finden konnte. Und der ist doppelt so lang, über doppelt so lang, 32 mm. Und der muss natürlich auch ein wesentlich größeres Insekt tragen. So, das waren die Libellen, die wir da festgestellt haben. Angefangen von der Hufeisener Zujungfer, Adonis-Libelle. Ab Mai habe ich beobachtet, dieses Jahr will ich dann wesentlich früher auch mit der Beobachtung anfangen. Ich denke mal Ende März, wenn es dann warm wird, im April, dann schaue ich raus. Vielleicht finde ich auch eine von den selteneren Libellen, denn die Libellen, die wir jetzt letztes Jahr feststellen konnten, das waren alles Libellen, die heimisch sind, die auch nicht sehr selten sind. Es waren auch keine sehr geschützten Arten, also keine vom Aussterben bedrohten Arten. Und ich habe sie, was dann neu dazu kam, Mai, Juni, Juli,
sogar im September habe ich dann sogar eine gemeine Winterlibelle auch noch feststellen können. Die meisten konnte ich dann auch fotografieren, deswegen war es eindeutig, bis auf die blaugrüne Mosaikjungfer, die hat sich mir einfach nicht so gezeigt. Die musste ich im Flug fotografieren. Und wenn man dann Libellen sich ein bisschen auskennt, dann kann man auch erkennen, ist es jetzt eine blaugrüne Mosaikjungfer oder ist es eine Königslibelle. So, fangen wir mal an mit der Hufeisen-Azurjungfer. Übrigens, wenn Sie Libellen beobachten wollen, dann das Beste ist, wenn es sehr, sehr warm ist, wenn die Sonne scheint, dann fliegen sie am liebsten, weil die Libellen, die brauchen die Wärme, um überhaupt ihre Muskeln flugfähig zu bekommen. Und da ist es wichtig, dass es eben sehr warm wird. Und dann kann man sich wirklich an Teich stellen oder auch hinsetzen. Und wenn man dann ruhig stehen bleibt, dann kann es sogar sein, dass man so eine neugierige Mosaikjungfer bis so auf einen Meter nah rankommt und mal guckt, was ist denn das für einer, der hier steht? Kenne ich den? Tut der mir was? Was will der hier? Und schaut einfach nur und fliegt dann wieder entsprechend davon. Und wenn man sich dann ruhig verhält, kann man sie wirklich sehr, sehr gut beobachten. Ja, diese Hufeisen-Azurjungfer, die gehört zu den Azurjungfern. Das ist eine sehr, sehr große Gattung. Da gibt es die Fledermaus, die Hufeisen, die Helm, die Vogelgabel, Speer-Azurjungfer und so weiter. Gibt es noch einige mehr. Insgesamt gibt es 13 verschiedene Arten in dieser Gattung. Warum heißt sie Hufeisen-Azurjungfer? Weil sie hier oben an diesem Segment des Hinterkörpers so eine hufeisenförmige Kennzeichnung hat. Das kann man meistens mit dem Auge gar nicht so einfach erkennen. Wenn man zu nah rangeht, fliegt sie wieder weg. Also ist ganz gut, wenn man ein schönes Foto hat, um sie dann auch näher ranzuholen. Hier ein Pärchen bei der Eiablage. Die haben sie jetzt ein bisschen auf dem Seerosenblatt ausgeruht. Sie können hier noch ein bisschen besser diese hufeisenförmige Kennzeichnung sehen. Und hier sehen Sie ganz typisch, wie das Männchen das Weibchen hinterm Kopf entsprechend festhält. Die Augen sind meist blau mit einer dunklen Kappe und die fliegt von April bis September. Ist also eine sehr häufig anzutreffende Libelle. Die habe ich auch am Teich das ganze Jahr über. Wie gesagt, von April, sobald es richtig warm wird, schlüpfen sie und bis in September rein kann man sie beobachten. Hier wieder diese herzförmige Form. Wenn sie dann ihre Eier ablegen, dann machen die Azurjungfern das in der Regel im Tandem. Und man kann durchaus auch an manchen Stellen 3, 4, 5, 6 Pärchen sehen, wie sie auf so abgestorbenen Stängeln oder so im Wasser ihre Eier ablegen. In Deutschland ist es eine sehr, sehr häufig vorkommende Libellenart. Dann haben wir die frühe Adonis-Libelle. Das ist eine sehr, sehr schöne rote Libelle. Die ist praktisch so ein Frühjahrsbote. Wenn man die sieht, dann weiß man, jetzt wird es langsam warm. Jetzt kommt der Frühling und dann der Sommer. Also die ist eine von den ersten Libellen, die fliegt. Und die kann man eigentlich nicht von anderen, kann man die eigentlich sehr gut unterscheiden, weil sie einfach diese schöne rote Farbe hat und mit schwarzer Kennzeichnung. Die findet man oft auch an dicht bewachsenen Gewässern, wie es hier in der Sandgrube in Altenfelden der Fall ist. Aber Sie sehen, die war jetzt ein bisschen abseits vom Gewässer auf Blättern, können sie durchaus auch sich ausruhen. Also man kann durchaus auch Libellen ein Stückchen außerhalb vom Gewässer sehen, wenn sie entsprechend sich ausruhen, wenn sie sich sonnen und entsprechend Wärme tanken. Das war jetzt ein Bild von der Eiablage. Das war nicht so gut. Also ich konnte die Adonis-Libelle, da konnte ich keine sehr schönen Bilder machen. Deswegen habe ich hier Bilder von meinem Teich genommen, um Ihnen zu zeigen, wie sowas stattfindet. Also das Männchen hatte das Weibchen. Das Weibchen hat sich fangen lassen, um so zu sagen. Ja, und jetzt fängt also die Begattung an, die Kopulation. Weibchen ist bereit, Männchen ist bereit und jetzt wird das Weibchen langsam ihren Körper, ihren Abdomen an den Thorax vom Männchen bringen. Sie sehen es hier und nimmt dann von der Samentasche des Männchens den Samen auf.
Das dauert durchaus einige Zeit. Manche Libellen machen das im Flug, andere setzen sich da irgendwo am Gewässerrand ab. Und wenn dann der Samen übergeben ist, und jetzt bin ich schon zu weit, wenn er übergeben ist, ja, dann geht es eben zur Eiablage. Gut, dann haben wir hier den Plattbauch. Das ist auch eine Libelle, die kann man sehr, sehr häufig sehen. Das ist eine unverkennbare Art, weil die ja, die vier großen schwarzen Bereiche am Flügel hat. Sie sehen es hier direkt am Körper, ist es sehr, sehr, hat sie sehr große dunkle Bereiche. Wobei der Plattbauch, wenn man ihn dann von oben sieht, ein wunderschönes Blau hat und seitlich noch diese gelben Kennzeichnungen hat. Also der ist unverkennbar. Der Plattbauch, das Männchen ist schön blau, fliegt auch von April bis September und gehört auch zu den sehr, sehr häufigen Arten. Das Weibchen ist gelb, das Männchen ist blau und das gehört zu den Segellibellen. Da gehört nicht nur der Plattbauch dazu, auch der Vierfleck kommt man nachher auch dazu. Der Plattbauch, der sucht sich flache, sonnige Kleingewässer, meist flachstehende Tümpel, auch wassergefüllte Senken oder auch Kiesgrubentümpel. Da kann man den Plattbauch durchaus immer wieder sehen. Hier das Weibchen im Flug, nicht ganz so scharf. Und hier hat sich's abgesetzt, aber ja, ich bin nicht groß genug gewesen, um es dann von oben zu fotografieren. Aber das ist so eine typische Stellung. Die schauen dann, dass sie eine Stelle kriegen, wo sie auch den Teich entsprechend beobachten können, um dann zu sehen, ja, was tut sich am Teich? Sind die Männchen da oder die Männchen suchen sich dann entsprechend die Weibchen aus? Und die sind auch sehr aggressiv dann, wenn fremdes Männchen dazukommt, dann geht es darum, das Männchen entsprechend zu verjagen, damit man allein an diesem Teich ist, um dem Weibchen dann auch eine gute Stelle für die Eiablage zu bieten. Die große Pechlibelle, hier sehen Sie mal, das ist so eine Zeichnung einer Larve aus dem Buch Die Libellenlarven von Paul-André Robert. Der hat fast alle Libellenlarven ganz akribisch gezeichnet, also ganz fantastisch, was der da gemacht hat. Hier sehen Sie jetzt die große Pechlibelle, die Schnura elegans, auch wieder bei diesem herzförmigen Paarungsrad. Das Männchen und das Weibchen hier festgehalten und das Weibchen übernimmt hier aus der Samentasche des Männchens den Samen. Und Sie sehen, es ist interessant, wie die Libellen ihren Leib knicken können, also ganz toll. Das Typische an dieser Pechlibelle, an der großen Pechlibelle, ist dieser blaue Bereich an dem drittletzten Segment. Und wenn das Segment komplett blau ist, dann ist die große Pechlibelle. Wenn es nur zum Teil blau ist und ins andere Segment übergeht, dann ist die kleine Pechlibelle. So kann man also die beiden unterscheiden. Die fliegen auch von April bis September und pro Jahr gibt es eine Generation, also es gibt nicht mehrere Generationen, sondern die legen dann entsprechend ihre Eier und im nächsten Jahr schlüpfen dann entsprechend die Larven und entwickeln sich und schlüpfen dann entsprechend. Bei den Pechlibellen gibt es noch die kleine und es gibt auch die spanische Pechlibelle. Die kleine Pechlibelle kommt bei uns auch vor. Ich habe sie leider an der Sandgrube nicht fotografieren können. Hier nochmal ein schönes Bild von dieser Pechlibelle. Und Sie sehen hier sehr schön diese blaue Kennzeichnung. Der ganze Rumpf, der ganze Hinterleib ist schwarz. Und dieser blaue Fleck, der leuchtet eigentlich sehr schön. Und da kann man sie sehr gut erkennen. Die blaugrüne Mosaikjungfer, die ist mir ständig vor die Linse geflogen, aber sie hat sich nicht bemüht, auch richtig fotogen sich irgendwo hinzusetzen. Aber ich habe sie also auch sehr nah gehabt. Ich habe sehr viele Fotos gemacht, auch die meisten sind unscharf. Deswegen habe ich hier ein Bild. Ja, hier noch eins, das sieht man, das ist diese blaugrüne Mosaikjungfer. Hier, das ist ein Bild von meinem Teich. Da konnte ich sie mal auch im Flug fotografieren. Also auch eine sehr schöne Libelle. Und das ist klar, blau-grün. Das ist eben diese Kennzeichnung. Da kann man sie sehr gut dran erkennen. Ja, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Also Handzahm. Eine sehr schöne Libelle ist auch die blaue Federlibelle.
Die konnte man da auch feststellen. Die ist auch an Flüssen, durchaus an ruhigeren Bächen kann man die sehen. Ist ein vertrauter Anblick oft und ist leicht anhand ihres sehr breiten Kopfs erkennbar und eben die blaue Färbung. Die hat eine hellere Färbung als die Azurjungfern und sie hat auch diese typische Kennzeichnung auf dem Abdomen, auf dem Hinterleib, sodass man da entsprechend erkennen kann, dass es eine Federlibelle ist. Warum heißt sie Federlibelle? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil wenn Sie hier diese Füße genau anschauen, dann haben die hier sehr viele von diesen, ja, sieht aus wie eine Feder. Und das ist dann ihr Name, Federlibelle, weil sie hier an den Füßen eben diese ja, Haare oder diese ja, federartige Beine hat. Wo man sie auch noch erkennen kann, ist an diesem, an dieser Kennzeichnung hier, dass sie hier noch einen feinen Streifen zwischen diesen beiden schwarzen Streifen hat. Auch nur typisch für die Federlibelle. Und ja, auch eine sehr häufig vorkommende Libelle. Die ist ungefähr bis zu 37 mm lang und kommt an Auen, Altarmen, Flussabschnitten, Seen, Kanälen, Kiesgruben, Fischteichen, die kann man also fast überall finden. Und die Larven kommen auch gut mit Fischen zurecht. Also es gibt Libellen, die legen ihre Eier nur dort ab, wo keine Fische sind. Es gibt aber sehr viele Libellen, die auch in Fischteichen dann ihre Eier entsprechend ablegen. Die Federlibelle, die fliegt ungefähr von Mai bis September. Es gibt auch noch andere Arten, die orangene Federlibelle, die weiße oder die Elfenfederlibelle oder bereifte Federlibelle. Also es gibt auch da wieder sehr viele verschiedene. Wobei die hier, die blaue Federlibelle ist bei uns die häufigste und kann man eigentlich sehr gut erkennen. Ja, die hat mich hier genau angeschaut und wollte wissen, wer fotografiert sie denn da? Dann haben wir den großen Blaupfeil, konnte man auch feststellen. Das Typische an diesem Blaupfeil ist eben der blaue, wesentlich schmälere, längere Rumpf gegenüber dem Blattbauch. Und an der Spitze wird er dann schwarz und da kann man eben sehr gut erkennen. Der Blaupfeil ist auch über weite Teile Europas verbreitet, kommt auch sehr häufig vor. Der unternimmt sehr viele schnelle Patrouillenflüge übers Wasser, ist also wirklich, wie der Name sagt, pfeilschnell. Der wird bis zu 50 mm lang und Flügelspannweite hat er so bis zu 90 mm. Ist nicht die größte Flügelspannweite. Die größte Flügelspannweite ist, glaube ich, bis zu 12 cm. Gut, der ist gern an größeren Seen, aber auch an langsam fließenden Gewässern. Aber auch an Seen, Kiesgruben, Teichen, Flüssen, Kanälen und ist auch von Ende April bis Anfang September, wobei am häufigsten ist er vom Juni bis August. Wenn es also am wärmsten ist, dann kann man ihn am häufigsten sehen. Auch hier ein schönes Bild von ihm. Man sieht auch die schöne die Flügelkennzeichnung. Also man kann die Libellen durchaus auch an der Aderung der Flügel unterscheiden. Braucht man halt einen Flügel, braucht man ein sehr gutes Bild und dann kann man wirklich sehen, was ist es für eine Art, weil jede Libellenart hat unterschiedliche Flügelmaserungen. Ja, hier wieder eine Kopulation im Matsch. Die haben sich also hier kurz ausgeruht, um mir die Möglichkeit zu geben, sie auch zu fotografieren. So, und dann kommen wir wieder zur großen Königslibelle, Anax imperator. Die Larve habe ich Ihnen schon gezeigt. Hier sehen Sie gezeichnet, wie die Larve aussieht. Und das ist so eine Exuve, so eine Larvenhülle. Sie sehen, die Kennzeichnung am Rücken ist genau die, die man auch hier auf der Zeichnung entsprechend hat. Also das ist eine große Königslibelle, das ist ein Bild von meinem Teich, die auch bei mir im Teich entsprechend geschlüpft ist. Die konnte ich in der Sandgrube auch fotografieren, aber ich habe hier ein paar schöne Bilder auch von meinem Teich. Hier sehen Sie auch frisch geschlüpft und die muss jetzt auch noch warten, bis die Flügel entsprechend richtig ein bisschen ausgehärtet sind.
Also auch hier ein sehr schönes Bild, wie sie sich dann, wie die Exuvie noch am Blatt hängt und die Libelle praktisch sich an der Exuvie festhält und wartet, bis sie entsprechend flugfähig ist und dann wegfliegen kann. Das ist ein Bild von der Sandgrube. Das ist ein Weibchen, das hier entsprechend ihre Eier ablegt. Die legen es durchaus auch an Totholz oder an Gräsern, die im Wasser schwimmen, zum Teil auch unter Wasser. Es gibt auch Libellen, die bei der Eiablage durchaus auch mal mehrere Minuten, ich glaube bis zu 30 Minuten hat man schon gezählt, wo manche Kleinlibelle komplett unter Wasser taucht und dann unter Wasser ihre Eier ablegt. Die Königslibelle macht es nicht, sondern die geht eben dann nur mit ihrem Abdomen, mit dem Hinterleib, legt sie dann ihre Eier entsprechend ins Wasser. Das ist auch die einzige Libellenart von den Anax-Libellen, bei denen das Weibchen die Eier ohne Männchen ablegt. Also das ist große, starke Libelle und deswegen hat auch das Weibchen keine Angst, ihre Eier allein abzulegen. Könnte vielleicht mit der blau-grünen Mosaikjung verwechselt werden, aber sie hat ein bisschen andere Kennzeichnung, ein bisschen andere Färbung als diese blau-grüne Mosaikjungfer, vor allem am Hinterleib, und da kann man sie dann schon entsprechend unterscheiden. Hier nochmal ein Bild. Sie sehen hier, die legt jetzt die Eier hier an diesen Unterwasserpflanzenstängel ab. Und ja, die kann durchaus mehrere hundert Eier dann so im Laufe ihres Lebens entsprechend ablegen. Dann kommen wir zum Vierfleck. Warum heißt der Vierfleck? Ganz einfach, weil er hier auf den Flügeln diese vier Flecken hat. Da kann man auch wieder sehr gut erkennen. Ist also eine dunkle Libelle, ein brauner Körper. Und die findet man an stehenden Gewässern in Europa sehr, sehr häufig. Fliegt auch von Ende April bis Mitte September. Ist aber im Frühsommer am häufigsten eigentlich. Die kann man also wirklich so im Mai, Juni kann man sie sehr, sehr häufig feststellen. Die hat einen kräftigen Flug und ist gegenüber anderen Arten auch sehr aggressiv. Also wenn da eine andere Libelle kommt, dann geht die sofort drauf los und versucht, die von ihrem Habitat, von ihrem Teich entsprechend zu verjagen. Und die nimmt auch immer so eine exponierte Sitzposition ein, damit sie gut beobachten kann, was tut sich am Teich. Und das hat die hier auch gemacht. Ist hier so ein dünner Ast und da kann sie eben sehr schön beobachten. Die Heidelibellen hatten wir auch. Wir hatten mehrere Heidelibellen, die man dort sehen konnte. Das ist jetzt die blutrote Heidelibelle. Das Typische an dieser Heidelibelle ist, die hat einen ganz roten Hinterleib, also der Abdomen hier ist ganz rot mit ihren paar schwarzen Flecken hier und der ist keulenförmig. Also ist hier noch verengt und im hinteren Bereich wird er noch etwas breiter. Die haben oft so einen hüpfenden, tanzenden, gaukelnden Flugstil und legen ihre Eier meist am nassen Uferschlamm ab. Die braucht auch Gewässer, wo üppige Vegetation ist. Und da fühlt sie sich dann entsprechend wohl. Ja, das sind alles noch die. Hier ganz typisch dieser keulenförmige Hinterleib. Daran kann man sie erkennen, aber auch am roten Gesicht. Wobei dann kommt die frühe Heidelibelle zur Unterscheidung zur blutroten. Die hat also auch hier eine weiß abgegrenztes Gesicht, so mit der weißen Abgrenzung und auch die Flügelmerkmale, diese hier, die sind schwarz abgegrenzt, sind hell, im Gegensatz zur blutroten Heidelibelle. Auch eine Libelle, die Flügelspannweite bis zu 65 mm hat, gehört nicht zu den größten Arten, aber die ist in ganz Europa, nördlich bis Finnland kann man sie feststellen und im Mittelmeerraum fliegt sie. Fliegt sie oft vom Mittelmeerraum ein, ist aber auch hier heimisch. Und im Unterbereich haben die Augen ist so eine grau-bläuliche Färbung, auch da unterscheidet sie sich von anderen Heidelibellen. Hier ein Bild von diesem Tandemflug. Und dann kommt noch ein Bild, also so fliegen die dann über den Teich und dippen dann, dieses Weibchen dippt mit ihrem Hinterleib immer an die Wasseroberfläche. Sie sehen es hier, ist nicht ganz so scharf, aber es war das einzige Bild,
das ich davon habe. Wenn ich gewusst hätte, dass ich einen Vortrag halte, hätte ich wahrscheinlich noch wesentlich mehr Bilder gemacht, um auch ein scharfes Bild zu haben. Aber Sie sehen, das hat hier kurz die Wasseroberfläche berührt, ein Ei abgelegt und dann geht es weiter. Und dann geht es halt so, zack, dip, dip, dip. Und da werden dann entsprechend viele Eier abgelegt. Dann haben wir auch die große Heidelibelle. Hatten wir auch dort. Die konnten wir da auch feststellen. Das ist die wohl am weitesten verbreitete und zahlenmäßig auch die häufigste von den Heidelibellen. Also auch keine sehr seltene Libelle. Wie gesagt, wir haben halt leider keine sehr seltenen Libellen, konnten wir da feststellen. Die ist im Mittelmeerraum, hat die ganzjährige, fliegt die ganzjährig. Und bei uns fliegt sie dann meistens von Juni bis November, seltener im Dezember. Also das ist schon ein bisschen spätere Libelle, die etwas später kommt. Auch die legt ihre Eier im offenen Wasser auf dann seichten Stellen ab. Das wird das Weibchen, das eben nicht diese rote Färbung hat, sondern entsprechend diesen gelben Farbton. Hier eine Paarung, wobei das Weibchen ist schon ein etwas älteres Weibchen. So, und dann haben wir eine ganz schöne Libelle. Eine westliche Weidenjungfer. Die sieht also sehr elegant aus. Sie sehen es hier. Die hat diese Metallic-Lackierung. Also ein ganz schöne, von den kleinen Libellen, eine der schönsten, die ich am Teich fotografieren konnte. Die ist in Mitteleuropa sehr weit verbreitet. In England, Dänemark, so kann man sie dann aber nicht mehr finden. Also da im Norden ist sie nicht mehr heimisch. Die braucht wahrscheinlich auch etwas wärmere Gegenden. Flügelspannweite bis zu 60 mm. Die sitzt oft so in der Nähe vom Wasser an Bäumen, Büschen. Kann auch sein, dass sie oft weit vom Wasser entfernt sitzt und dann schaut, was sich so tut. Fliegt vom Juli bis Ende September. Könnte man vielleicht manchmal auch noch im November sehen, wenn es dann entsprechend warm bleibt. Und das Besonderheit bei dieser Libelle, die legt ihre Eier nicht ins Wasser ab. Hier wieder das Tandem. Warum legt sie ihre Eier nicht ins Wasser ab? Was macht die? Ja, die ist die einzige Libellenart, die wir beobachten konnten, die ihre Eier in die Rinde von Bäumen am Wasser legt. Also Sie sehen es hier, das Männchen sitzt hier, hat das Weibchen noch im Griff. Das Weibchen legt hier in diese Rinde ihre Eier ab. Das ist die einzige Libellenart, die das so macht. Das ist kein Totholz, sondern das lebendes Holz. Und da legen die dann ihre Eier ab. Das kann man oft sehen, dass der Punkt, Punkt, Punkt übereinander an den Ästen ist, dass dann also die Libelle da mehrere Eier schön in Reihenfolge ablegt. Und wenn dann die Larve aus dem Ei schlüpft, dann fliegt sie zum ersten Mal ohne Flügel. Die fliegt also dann vom Ast ins Wasser und da entwickelt sich dann die Larve weiter. Also das ist ein schönes Bild, wie die hier in diese Rinde ihr Ei entsprechend ablegt. Dann haben wir die Herbstmosaikjungfer. Die ist zur Unterscheidung zur blaugrünen Mosaikjungfer. Die hat zwei so gelbe Seitenstreifen, das kann man hier an diesem unteren Bild erkennen, so noch ein bisschen, die leuchten da unten noch ein bisschen raus. Also daran kann man es dann ganz deutlich erkennen, dass es die Herbstmosaikjungfer ist. Bei dem Bild könnte man sie, beim oberen können wir es jetzt nicht so gut erkennen, aber es ist mir gelungen, auch das so zu fotografieren, dass man die Unterscheidung auch hat. Also auch die Herbstmosaikjungfer konnte man an der Sandgrube sehen. Die hat eine Flügelspannweite schon von 80 bis 90 mm. Und diese Mosaikjungfern, die fliegen oft dann so 1, 2, 3 Meter über dem Teich, im Kronenbereich der Bäume, auch spätnachmittags. Oder sie machen dann einen Patrouillenflug ganz schnell, niedriger Höhe übers Wasser und sind meistens an so stehenden, langsam fließenden Gewässern mit viel Röhricht oder bewachsen. Da kann man die Mosaikjungfern, vor allem die Herbstmosaikjungfer, feststellen. Und das ist eine Libelle, die konnte ich an der Sandgrube zum ersten Mal sehen.
die war bei mir am Teich leider noch nicht. Das ist die Falkenlibelle. Und die hat mir 2,5 Stunden Beobachtungszeit gekostet, bis sie sich dann endlich erbarmt hat, sich hinzusetzen, damit ich sie fotografieren konnte, damit ich dieses Bild von ihr machen konnte. Ich habe sehr viele Bilder im Flug von ihr gemacht, aber das war das Einzige, wo sie sich dann endlich abgesetzt hat und ich sie auch fotografieren konnte. Die hatte, ist eine dunkle Libelle, aber mit leuchtend grünen Augen. Und die ist oft auch so an Weihern, Kleinseen mit Raschenflug und immer wieder durch so Rüttelphasen, wo sie dann stehen bleibt und entsprechend rüttelt und guckt, was ist los und dann wieder schnell weiterfliegt. Die kommt überwiegend zum Tiefland, Waldseen, Moor- und Heidegewässer kann man sie feststellen, auch Altarme von Flüssen, Kiesgruben, Fischteiche. An langsam fließenden Gewässern ist sie schon seltener zu finden. Fliegt auch von Ende April bis Anfang August, aber hauptsächlich so Mai und Juni. Hier sehen Sie jetzt 2 Bilder im Flug. Da ist es, wie gesagt, es war schwierig, ist immer schwierig, die Wellen im Flug gut scharf zu bekommen. Aber es ist eindeutig die Falkenlibelle und auch hier noch ein anderes Bild. So, und dann die letzte Libelle, die ich dann doch noch sehen konnte, ganz zum Schluss im September. Das war die gemeine Winterlibelle. Das ist in ganz Europa eine sehr häufig vorkommende Libelle, die ist aber unscheinbar gefärbt. Die hat also nur so die braune Färbung, also wirklich unscheinbar. Ich konnte an der Sandgrube 2 Bilder machen von ihr, aber die waren so unscharf, die würde ich Ihnen jetzt hier nicht zeigen. Deswegen habe ich Bilder von meinem Teich genommen. Sie sehen hier rechts 2 Pärchen der Winterlibelle, die ihre Eier ablegen. Die eine legt sogar unterhalb des Wasserspiegels ab, die andere hier an dieses Blatt. Und das linke Bild, da ist sie auf dem Eisfreihalter im Teich aus Styropor. Hat sie sich dann, das war im Frühjahr, da war es mal richtig schön warm ein paar Tage. Und dann denke ich, was sitzt denn hier auf dem Styropor? Und gucke hin und dann sehe ich Winterlibelle. Sofort ein Foto geholt und gleich ein Foto gemacht. Die kann man durchaus ganzjährig antreffen. Die Fortpflanzungszeit ist von Mai bis April, von April bis Mai. Und die überwintert. Das ist die einzige Libelle, die richtig überwintert. Die sucht sich dann irgendwo hinter Rinden, unter der Rinde oder unter Steinen versteckt, an Pflanzenstängeln gepresst. Da ist sie dann richtig eingefroren, überwintert sie. Und im Frühjahr kommt dann die geschlechtsreife Libelle und dann kommt die Paarung. Auch die Winterlibellen, die legen ihre Eier immer grundsätzlich im Paar ab. Hier nochmal ein schönes Bild. Hier ist auch ganz typisch diese blauen Flecke oben auf den Augen. Das ist auch typisch bei dieser Winterlibelle. Aber man kann sie eigentlich mit keiner anderen Libelle verwechseln. Das ist eine typische Art, die von ihrem Aussehen, von ihrer Färbung nicht mit anderen Libellen verwechselt werden kann. Und hier sehen Sie mal 4 Libellenpärchen. Sie sehen hier, die Weibchen müssen hier arbeiten, müssen ihre Eier ablegen. Und die Männchen hier oben, ja, die unterhalten sich. Wie ist das Wetter? Was machst du morgen? Wo treffen wir uns wieder? Kann durchaus sein, dass sie so Azurjungfern oder auch Federlibellen, dass sie da mal 3, 4, 5, 6 Paare irgendwo so am Teich auf so einem im Wasser liegenden, abgestorbenen Pflanzenstängel sehen, die dann dort ihre Eier ablegen und dann kommen noch ein paar dazu. Und ja, das ist dann oft eine richtig bunte Gesellschaft. Ja, damit bin ich eigentlich fast durch. Wie gesagt, wir konnten 17 verschiedene Arten dort feststellen. Leider keine besonders gefährdete Art, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr da doch noch ein paar, vielleicht noch ein paar mehr Arten feststellen kann und habe auch vor, dass ich deutlich häufiger und auch länger dort an der Sandgrube sein werde, um festzustellen, was da noch alles kreucht und fleucht. Noch ein paar kirchliche Bilder abschließend. Eine ganz schöne Libelle, der rote Bischof. Also für mich eine der schönsten Libellen. Richtig schön, gefärbte Flügel auch. Konnte ich leider nicht in der Sandgrube feststellen. Das ist eine Libelle, die können Sie in den Tropen sehen. Die habe ich in Bali fotografiert. Und damit bin ich durch. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie mehr über Libellen noch wissen wollen,
Es gibt unter Libellen-TV, die haben eine ganz fantastische DVD über Libellen gedreht. Die haben auch sehr viele Informationen. Meine Informationen habe ich auch von Libellen-TV, zum Teil auch von Büchern Libellen Europas oder auch das Libellen-Handbuch. Das nehme ich sehr gerne, um die Libellen, auch wenn ich sie nicht genau feststellen kann, um dann zu sehen, was ist es für eine Libelle. Es ist ein ganz tolles Buch, um die Libellen auch wirklich zu erkennen. Oder die Libellen Europas, Kosmos, Libellenführer. Das sind so Bücher, die ich so dazu auch verwende. Ja, die Kreisgruppe und der LBV würden Sie freuen, wenn Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen oder vielleicht auch mit einer Spende. Und ich sage herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ich denke, wir haben alle gesehen, wie viel Geduld und Zeit du da in diese Fotos investierst. Und wir alle profitieren von dem Wissen, das du heute mit uns geteilt hast. Insofern vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt gleich die Aufnahme stoppen und dann können wir die Frage beantworten.